Lieber Wassermann, ich grüße dich zu deiner Botschaft für den Monat Mai. Wie immer, es ist ein allgemeines Reading, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Spüre nach, fühle nach, nimm das mit, was für dich richtig und wichtig ist. Ansonsten kannst du auch gerne bei deinem Aszendenten oder Mondstand schauen. Und wir schauen mal, was die Energie dir in diesem Monat mit auf den Weg geben möchte, was dir gesagt wird. So, oh, schön. Und hoppala, da auf zwei, okay. Und was ist denn hier wichtig in diesem Monat? Ah, gut, so. Lieber Wassermann, hier wird deine Energie gereinigt, die Luft wird gereinigt. Also mit diesen ganzen Energien im Außen kommt ja mal eine Reinigung rein. Sei es ne, im Inneren, im Außen, Reinigung wichtig. Atemübungen, wichtig für dich, um hier in dir selber Ruhe und Klarheit zu finden. Denn du hast ganz viel Weisheit ja auch in dir. Und für den einen oder anderen kommt hier auch noch eine Einweihung hinzu oder du hast einen erleuchtenden Moment. Ganz wichtig. Aber auch, weil du ja diese Herzensgüte bei dir hast. Du hast so ein ja, wunderschönes Herz. Lass es leuchten, lass es strahlen. Wenn da irgendwas ist, was dir auf dem Herzen liegt, dann darf das auch mal gereinigt werden. Greif nach den Sternen. Der ein oder andere kann auch gut mit den Sternen quasi kommunizieren. Es ist nicht für jeden, aber ne, wer hier sich damit verbindet, der bekommt auch gute Botschaften. Für den anderen wiederum wichtig, Atemübungen zu machen. Vielleicht auch in einer Meditation, aber auch so immer wieder in die Atmung gehen. Das bringt dir ganz viel Ruhe und Klarheit in diesem Monat und die Fülle. Und wie ich immer sage, erst die Fülle in dir, dann ist die Fülle im Außen auch da. Also lass hier mal alles fließen. Nimm es an, was hier quasi an erleuchtenden Nachrichten zu dir kommt. Oder auch wirklich in einer Form von einer Einweihung mit den Sternen. Schau mal, was da geschieht, denn sie möchten dich quasi mit dieser Energie, also bedanken möchten sie sich bei dir und dich immer mehr in die Fülle bringen. Die Energien, die da waren, gut, wir gehen ja auch noch in die 10 Portaltage, die waren jetzt mal da, um eine Reinigung da reinzubringen und dich jetzt weiterzuführen in deine innere Fülle, in deine Mitte, in deine Ruhe und dir viel Klarheit mit auf den Weg geben in diesem Monat. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen reinigenden Monat. Ruhe, Klarheit und ganz viel Fülle und ja, das Licht in deinem Herzen, das darf noch mehr raus. Hab eine gute Zeit und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.